Ich begrüße sämtlicherseits hier zuschauende Jungfrauen auf das Allerintensivste. Wow. Zu eurer Wochenlegung vom 20. bis 26. April 2020. Ich war gerade etwas erstaunt in mich selbst. Tut mir leid. Ich bedanke mich für die ganzen Kommentare, für die Views und für die Likes von den letzten Videos für euch, liebe Jungfrauen. Das freut mich sehr. Das macht mir immer wieder Spaß, auch die Kommentare zu lesen. Gerne mehr davon, gerne her damit. Und ja, ich schaue, dass ich jedes Kommentar auf jeden Fall lese und beantworte. Habe ich bisher geschafft und werde mich dabei auch nicht abbringen lassen, denn ich bin eine Waage und ich bin ehrgeizig. Und ich bin in Redelaune, merke ich gerade. Ganz schnell. Das hier wird auch wieder ein allgemeines Reading werden. Was ihr dabei zu beachten habt, bitte hier oben auf diesen Link klicken, wenn ihr es noch nicht kennt. Das ist das Infovideo, wo ich das erläutere, auf was hier zu schauen ist bei allgemeinen Readings. Habe ich euch auch unten in die Infobox gepackt und auch dort habe ich euer Monatsreading nochmal rein. Dann wollen wir doch jetzt mal schauen, was das Schicksal so für euch bereithält. Für die Woche vom 20. bis 26. April, dieses Schicksal, für meine Jungfrauen. Was kannst du mir sagen? Doppelte Energie. Okay. Schauen wir doch mal. Ihr habt hier Drama. Ihr. Okay. Trotzdem eine hübsche Elfe hier. Die... Was ist denn das da unten? Was steht da? Yes. Okay. Drama. Da ist eine Elfe, die schlägt sich so die Hände vor den Kopf. Ich glaube, die... Ja, der geht es nicht so gut. Die ist in Gedanken, glaube ich. Die ist hier so ein bisschen unsicher. Hat hier so einen Spiegel. Kann sein, dass die sich selbst angeschaut hat gerade und nicht so ganz zufrieden ist. Kann alles bedeuten, ich weiß es nicht. Hier unten ist ein Herz, auf dem ist so ein Pfeil, wie bei so einem Tombola-Glücksrad. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Und hier stehen viele Sachen, sowas wie Yes, No, Love, Can Be, Maybe, solche Sachen. Und das steht hier nirgendwo fest. Also ihr seid da ziemlich im Ungewissen, glaube ich. Drama kann auch, ist so ein bisschen wie der Turm, glaube ich, vielleicht. Oder so wie die Neun der Schwerter. Wir werden sehen. Drama ist auf jeden Fall eure Hauptenergie für, eine eurer Hauptenergien für die nächste Woche, liebe Jungfrau. Die Zahl 37 könnte für euch von Bedeutung sein. Vielleicht ist das euer Alter. Vielleicht ist das eine eurer Glückszahlen oder die 3 oder die 7 oder die 10. Die Quersumme ist eine eurer Glückszahlen. Vielleicht auch die 1. 3 ist eine meiner Glückszahlen. 7 leider nicht. Aber für viele von euch kann das eine Bedeutung haben, liebe Jungfrau. Und weitergehen. Drama und weitergehen. Hört sich doch gut an. Weitergehen, da hinten ist eine Tür, die ist so ein bisschen vernebelt, verschleiert, von Wolken umgeben sozusagen. Hier gibt es zwar einen schönen Weg dorthin, aber da hinten wird es ein bisschen trüb. Diese Elfe da läuft da trotzdem auf diese Tür entgegen. Und ja, ich glaube, diese Karte soll aussagen, dass es sicher ist oder besser ist oder an der Zeit ist, weiterzugehen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Weg vom Drama und weiter in die nächste Tür rein. 45 diese Zahl, Quersumme 9, die nächste meiner Glückszahlen. Vielleicht auch für euch, liebe Jungfrauen, vielleicht auch die 4 oder die 5. Vielleicht ist auch 45 euer Alter, ich weiß es nicht. Sehr ähnliche Farben auch. Naja, zweite Hauptenergie für euch nächste Woche, liebe Jungfrauen. Dann gehen wir doch gleich mal zu den Tarotlegungen, weil ich habe das Gefühl, ich werde wieder lange brauchen. Liebes Schicksal, was kannst du mir sagen? Woche vom 20. bis 26. April für meine Jungfrau. Die 3 der Münzen. Liebes Schicksal, 20. bis 26. April für meine Jungfrau. Fast. Jetzt lassen wir noch umgedreht. So, sieht das noch schön aus? Ja. 20. bis 26. April für meine Jungfrau, liebe Schicksal. Der Wankelmut, den habe ich aber oft drin jetzt nächste Woche. Was ist da los? 20. bis 26. April für meine Jungfrau, liebe Schicksal. Oh, die habe ich sehr selten, die Karte. Interesting. Die 9 der Stäbe.
Und eine noch bitte, liebes Schicksal. 20. bis 26. April für meine Jungfrauen. Fast. Jetzt. Die 8 der Schwerter. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das hier eine positive Karte ist. Und ich habe da hinten die 6 der Münzen. Der Mond, ja, okay. Kann positiv, kann negativ sein. Man weiß es nicht. Ja. Okay, ich mische jetzt hier mal diese Karten dabei und erkläre euch nebenbei, wenn ich das Multitasking-mäßig hingehe. Drama und Weitergehen sind eure beiden Hauptenergien, liebe Jungfrauen, für nächste Woche. Beachtet auch bitte, Zeit ist fließend. Es kann sein, dass ihr jetzt erst einmal Drama erlebt und erst mal übernächste Woche weitergeht. Es kann sein, ich weiß es nicht sicher. Auf jeden Fall, die 3 der Münzen spricht einerseits von eurem Handwerk, eurer Arbeit. Andererseits steht das auch für die nächste Stufe, den nächsten Level. Der Typ hier ist, glaube ich, Bildhauer, ich weiß es nicht sicher. Aber der steht hier auf einem Podest. Das ist die nächste Stufe. Sich gemeinsam etwas aufbauen, heißt das auch. Oder halt sich auf das nächste Level begeben. Das ist sowas wie Beziehung, Verlobung, Hochzeit, Kinder, ne? Sowas. So ein Progress halt. Der Mond. Der Mond steht für das Ungewisse, für die Nacht, für Unklarheit, für die Ferne, für Angst, für Kälte. Ja, nicht unbedingt positiv. Ich mag den Mond irgendwie trotzdem. Steht auch für den Fisch hier. Habt ihr vielleicht mit einem Fisch zu tun, liebe Jungfrau? In der Mitte haben wir hier den Wankelmut. Also die 2 der Münzen. Es spricht auf jeden Fall vom Wankelmut, spricht auch von Flexibilität, spricht vom Jonglieren, spricht auch vom Hin und Her. Spricht auch davon, dass ihr so, ja, on-off irgendwas euch interessiert. Oder on-off mal an etwas arbeitet oder nicht. Das kann auch sehr sein. Das spricht hier auch von Abwechslung. Die 9 der Stäbe ist eine eigentlich negative Karte. Die 9 der Stäbe spricht sogar von Traumata im schlechtesten Fall. Wenn jetzt hier nochmal so eine schlechte Karte kommt, kann das sein. Auf jeden Fall habt ihr hier einen Zaun errichtet. Ihr habt den hier errichtet, um euch zu schützen. Dieser Typ hier, der diesen Stab da noch in der Hand hat, hat hier oben, das ist kein Stirnband, das ist ein Verband. Der hat also Verletzungen davon getragen, aus der Vergangenheit. Und von dieser Vergangenheit hat er jetzt einen Zaun errichtet. Er ist wachsam, er passt auch auf, dass das nicht wiederkommt. Er schaut auch noch ein bisschen zurück, aber er lässt es nicht mehr so sehr an sich ran. Die 8 der Schwerter. Da ist eine Frau in einem Schwertkreis gefesselt, kann sich nicht bewegen, scheinbar. Ihre Füße sehen nicht gefesselt aus, das weiß man nicht sicher. Die Arme sind auf jeden Fall gefesselt. Man kommt sich hier sehr unbeweglich vor, auch die Augen sind verbunden. Das ist so ein innerer Kampf. Das ist ähnlich wie die 5 der Schwerter, bloß bei den 8 der Schwertern, das ist so eine richtige Stagnation auch. Da kommt ihr nicht raus. Das ist so ein... Kennt ihr Grübelattacken? Seid ihr so Leute, die grübeln? Ich schon leider. Wenn man in so einer Grübelattacke drin ist, kommt man da nicht raus. Das ist echt krass. Da denkt man über eine Sache nach, kommt in die nächste Sache, kommt in die nächste Sache, kommt in die nächste Sache. Überdenkt dann wieder die erste Sache. Das ist echt schlimm. So ähnlich ist das hier. Werden wir noch klären. Vielleicht hat das was mit diesem vergangenen Traumata zu tun. Vielleicht auch mit der Vergangenheit an sich. Kann sein, muss ich noch klären. So, gemischt haben wir. Also, die 3 der Münzen bitte, liebe Schicksal. Die Ace of Wands. Das Ass der Stäbe. Ich mag den Schmetterling hier. Ich mag die Karte generell, die sieht so schön aus. Der Schmetterling steht hier, Flugtiere allgemein generell, für mich stehen für Kommunikation und Nachrichten. Kann also sein, dass das auf euch zukommt, liebe Jungfrauen. Das Ass der Stäbe an sich steht für eine Chance, einen Impuls, einen Neuanfang, einen Neubeginn. Ich deute dann hier auch diese neue Stufe. Es ist dann quasi der Startschuss zum neuen Level, zur nächsten Tür, wenn ihr so wollt. Ihr begebt euch da auf die nächste Stufe. Und das wird euch entweder angeboten von jemandem oder ihr bietet es jemandem an.
Das müssen wir noch klären, liebe Jungfrauen. Ich hätte gerne eine Klärung zum Mond. Der Wagen. Okay, der Wagen auf dem Mond. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil auch hier auf der Wagenkarte ist der Mond zu sehen. Der Wagen repräsentiert zum einen den Krebs, zum anderen spricht er von Fortbewegung, von Bewegung, von Urlaub, von Reisen, auch von Schnelligkeit. Muss ich noch weiter klären, liebe Jungfrauen. Komme ich noch nicht so ganz drauf, was das hier heißt. Die zweite Münze mit der Schütze. That's nice. Die Gerechtigkeit. Wird hier doch etwas klarer. Ich kläre jetzt gar weiter. Die 9 der Stäbe bitte, liebe Schicksal. Das Ass der Schwerter. Okay. Und dann hätte ich hier noch gerne die 8 der Schwerter geklärt, liebe Schicksal. Die Kraft. Okay. Man hat auf der Unterseite des Decks den Wankelmut. Cool. Sieht man den? Jo. Okay, liebe Jungfrauen. Oh, Drama und Weitergehen sind eure beiden Hauptenergien. Ich suche hier nicht lange nach dem Drama und nach dem Weitergehen, weil ich hier die 9 der Stäbe habe. Und ich habe den Wagen. Der Wagen redet von Weitergehen, dass die 9 der Stäbe und auch die 8 der Schwerter sprechen von Drama. Die Ast der Stäbe auf die 3 der Münzen habe ich vorhin schon erklärt. Da geht es darum, ja, diesen Impuls zu haben. Diesen Impuls zu haben über das Vergangene wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, hinwegzukommen. Weil ich habe hier sehr deutlich diese Karte hier im Kopf. Und auch im Blick. Hier auf jeden Fall die Impulskarte, die deutliche Impulskarte spricht auch von Willenskraft. Auf die 3 der Münzen hat etwas mit dem neuen Level, der neuen Stufe zu tun. Ich sehe hier irgendwie nur diese Treppe. Eine wirklich gute Freundin von mir hat mir mal gesagt, stell dir vor, du bist im Keller, dort ist dunkel und du liegst am Fuß der Treppe. Und du musst jetzt dich hochkämpfen, Stufe für Stufe, damit du da vom kalten, dunklen Boden des Kellers wieder hochkommst. Das habe ich jetzt gerade so irgendwie im Kopf, weil ich habe hier das Kalte, das Dunkle, ich habe hier die Treppe, ich habe den Impuls dazu und ich habe die Fortbewegung. Deswegen ist mir gerade diese Metapher wieder eingefallen. Ich glaube, die könnte hier auf euch zutreffen, liebe Jungfrauen, dass ihr euch aufrappelt, um wieder nach oben zu klettern. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dieser Mond hier hat auch was von Angst zu tun. Mit Angst zu tun. Hat hier auch etwas mit der Nacht zu tun, mit dem Dunklen, mit dem Trüben, mit dem Undurchsichtigen auch. Ich glaube, da überwindet ihr euch mit diesem Impuls hier. Ich kann das gerne nochmal klären, aber das kriege ich gerade irgendwie ziemlich deutlich rein. Mit dem Wagen wird hier die Fortbewegung angezeigt, das Weitergehen. Dieses Wanken, das ihr hier habt, liebe Jungfrauen, kommt mit der Gerechtigkeit, was hier die Mitte eurer Legung ist. Die Gerechtigkeit steht einerseits für die Waage, andererseits steht das für einen Richtspruch, für einen Entschluss, für ein Urteil, für einen Kompromiss, den ihr hier eingehen werdet oder das hier gefällt wird, dieses Urteil, dieser Richtspruch. Ich könnte mir vorstellen, dass es eure Entscheidung ist, nicht mehr zu wanken. Ganz einfach dahergesagt, aber ich sehe das so raus, weil hier auch noch das Ass der Schwerter ist und das ist die Klarheit, das ist die Zielstrebigkeit, das ist der Ehrgeiz. Ich habe hier wieder einen Adler drin, wieder Kommunikation. Und die 9 der Stäbe, ich sehe da wirklich Vergangenes, das ihr hinter euch lassen wollt, bisher noch nicht konntet. Und ich check noch nicht so ganz, warum hier der Wankelmut zwischen dieses Vergangenheit hinter sich lassen und Angst steht. Ich check's noch nicht so ganz, aber das klären wir noch. Ihr werdet hier auch die Kraft haben. Kraft steht auch für den Löwen, aber ich
habe hier die Kraft eigentlich und den Mut kriege ich hier auch ziemlich deutlich raus, dass ihr hier aus eurem Gedankenwirrwarr, ne, Mentalsalat, so ungefähr. Nenne ich so das Reading? Das Wort ist geil. Ich weiß es noch nicht. Aus eurem Gedankenwirrwarr, aus euren Gedankenstürmen, sage ich auch ganz oft, aus euren Grübeleien rauskommt. Mit Mut und mit Stärke und mit Tapferkeit. Das könnte ich mir hier sehr gut vorstellen. Aber ich kläre hier noch ein bisschen was. Wie lange habe ich noch? Ich habe hier 15 Minuten. Ah, haben wir doch noch Zeit. Das erste Stäbe hätte ich schon gekriegt. Guckt mal. Die hat sich umgedreht. Und ich habe hier die Gerechtigkeit. Mal wieder. Vielleicht habt ihr es wirklich mit einer Waage zu tun, liebe Jungfrau. Vielleicht fällt hier aber auch wirklich diese Entscheidung. Ihr entscheidet euch hier, weil ich hier den Mirror wieder drin habe, nicht mehr zu wanken. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ihr entscheidet euch hier, ähnliche Bedeutung, diesen Impuls zu folgen, dieses Ass der Stäbe zu ergreifen, diese Stufe hier zu erklimmen. Stellt euch das hier wie das Treppengeländer vor und ihr greift jetzt nach diesem Treppengeländer und steigt diese Stufe auf. Und dazu habt ihr euch entschlossen. Kriege ich sehr deutlich rein. Ich möchte den Wagen noch klären. Bam. Ach, der Kelche. Weg davon. Geil. Wird irgendwie sinnvoll jetzt. Ach, der Kelche ist eine Situation, die man verlässt, manchmal schweren Herzens, manchmal aber auch voller Überzeugung. Macht sich auf zu den zwei der Kelchen, um dort eben Liebe und Glück und Freundschaft und Gefühle zu finden. Denn das hat man dort, wo man war, nicht gehabt. Und diese zwei der Kelche möchte man halt eben suchen und erreichen, um eben die zehn der Kelche zu bekommen. Ihr verlasst hier eine Situation. Es ist wieder eine Verlassenskarte, eine Bewegungskarte. Ihr verlasst hier eure Ängste vielleicht auch das Trübe und das Ungewisse, vielleicht auch das Dunkle. Das verlasst ihr hier, weil hier hinten geht auch die Sonne auf. Mit diesem Impuls hier, den ihr hier ergreift und ihr entschließt euch dazu. Und das ist irgendwie so. So entschließt ihr euch dafür, jo, ich stehe jetzt auf. So ungefähr. So kommt mir das vor. Ihr geht die nächste Stufe nach oben, folgt diesem Impuls. Ihr habt euch einfach dazu entschieden. Und ihr verlasst hier, verlassen, das Dunkle, die Angst, die Nacht. Das ist geil. Ihr entschließt euch hier nicht mehr zu wanken. Vielleicht entschließt ihr euch auch dazu, flexibel zu sein, aber ich wüsste nicht, wofür noch. Ich glaube, ihr fasst hier wirklich den Entschluss, dieses Wanken, dieses Hin- und Her-Jonglieren, ne, irgendwie muss ich ja irgendwie damit klarkommen und da muss ich das noch, ne, dieses. Ihr entschließt euch davon wegzukommen. Ihr habt hier Klarheit. Ich hätte gerne noch diese Gerechtigkeit hier, die ich jetzt habe. Das ist die Heilung. Und die Zehn der Kelche. Krass. Entschuldigung, aber krass. Ihr habt euch hier entschlossen. Sieht man die Zehn der Kelche noch? Ja, es geht, ne? So. Ihr habt euch hier dazu entschlossen, nicht mehr zu wanken. Vielleicht habt ihr euch auch entschieden, weil das hier ist auch so ähnlich wie die zwei der Schwerter, nämlich diese Entscheidungsunfähigkeit. Vielleicht wolltet ihr in dieser Nacht verharren, in diesem dunklen Verharren, ich weiß nicht warum. Vielleicht habt ihr aber auch in dieser Situation hier verharrt, die euch einfach nicht mehr gut getan hat, liebe Jungfrau. Aber vielleicht habt ihr irgendwie noch so diese Restfunken Hoffnung gehabt. Das weiß ich nicht, aber jetzt habt ihr dadurch eingesehen, dass ihr hier weitergehen wollt. Ihr wollt hier weitergehen. Ihr wollt hier euch heilen. Ihr wollt hier Ruhe. Das ist auch die Ruhekarte. Das ist auch die Meditationskarte. Ihr wollt hier auch innere Ruhe haben. Und ihr entschließt euch, nicht mehr darüber nachzudenken, sondern einfach zu handeln. Das ist cool. Und das macht euch glücklich. Das erfüllt euch mit Glück, liebe Jungfrauen. Dieser Entschluss hier ist, glaube ich, eine sehr, sehr glückliche Entscheidung, die ihr hier trifft. Das ist ja mal ziemlich nice. Das Ass der Schwerter auf die Neun der Stäbe. Die Neun der Stäbe ist, wie gesagt, die Vergangenheit, die man hinter sich lassen möchte, wozwischen man einen Zaun errichtet.
Und ich denke, ich meine, das Ass der Stäbe ist die Klarheit, das ist dieser Geistesblitz. Ihr habt hier zwei Asse drin, liebe Jungfrauen, das ist der Neubeginn. Ihr habt hier Klarheit erlangt, dass ihr das Vergangene hinter euch lassen müsst. Ihr schaut zwar ab und zu noch ein bisschen so nach hinten, ihr passt auch auf, dass euch sowas nicht mehr widerfahrt. Aber euch ist klar geworden, dass ihr hier nicht mehr wanken dürft. Dass ihr euch hier entscheiden müsst und dass ihr hier weitergehen müsst. Weil ich habe hier das Schwert, ich habe hier das Schwert. Das sieht sehr ähnlich aus. Ich habe hier nochmal das Schwert. Ihr habt dreimal das Ass der Schwerter. Das ist dieser Gedankenblitz, dieser Geistesblitz, dieser Entschluss, diese Klarheit. Und ich habe hier den Impuls noch. Liebe Jungfrauen, ihr fasst euch da ein Herz. Ihr folgt dem Impuls. Das ist nice, das Reading. Das gefällt mir. Ich hätte hier gerne noch eine. Wie lange habe ich noch? Ah, es geht. Eine Erklärungskarte zur Kraft, bitte. Oh. Leute, liebe Jungfrauen, hammermäßig, schaut euch das hier an. Der Narr. Geil, geil. Der Neustart. Die Leichtlebigkeit, die Sorglosigkeit, liebe Jungfrauen. Der Neustart, hier mit der Sonne wieder. Diese Sonne hier, die da hinten aufgeht, das ist euer Impuls. Das ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ein Impuls ist. Das ist dieses Klicken im Kopf und dann machen. Einfach handeln. Kein Wenn und Aber mehr. Hier gibt es kein Wenn und Aber mehr. Dazu entschließt ihr euch. Das ist geil. Das Vergangene hinter sich lassen. Einen Zaun errichten. Schirmt euch davon ab. Macht euch der Vergangenheit nicht mehr angreifbar. Macht euch unantastbar dieser Vergangenheit. Was vergangen ist, ist vergangen. Ist so. Das wird euch hier klar. Und ihr bewegt euch hier mit Mut und mit Kraft aus eurem, wie habe ich es vorhin genannt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mentalsalat oder so? Keine Ahnung. Und wieder mit Klarheit hier. Das ist nice. Ich habe hier nochmal dieses Ass. Liebe Jungfrauen, ich habe hier das Ass, ich habe das Ass, ich habe das Ass. Und dieses Schwert hier und dieses Schwert hier sieht täuschend ähnlich diesem Schwert hier aus. Das ist die absolute Klarheit, liebe Jungfrauen. Und es steht für mich auch immer nach wie einem Geistesblitz, wie einer plötzlichen Eingebung. Dieses Klickmachen im Kopf. Kennt ihr diese komischen Cartoons, wo dann irgendwelche Männchen da so an ihrem Haar ziehen und denen geht ein Licht über dem Kopf aus, so eine Glühbirne? So sehe ich euch gerade. Das Licht im Dunkeln. Das finde ich gut. Das Licht im Dunkeln, das ist ein schönes. Ich glaube, so nenne ich das Reading, muss ich mir merken. Der Narr hier steht auf jeden Fall für den Neuanfang, für die Leichtlebigkeit, für die Sorglosigkeit. Und liebe Jungfrauen, da bewegt ihr euch drauf zu, nachdem ihr diesen Entschluss gefasst habt. Und diese Waage hier, dieser Entschluss, ist in Mitte eures Readings. Ha, herzlichen Glückwunsch. Ganz ehrlich, sieht geil aus. Wenn das hier überhaupt nicht zu euch passt, liebe Jungfrauen, wenn ihr hier überhaupt keine schlechte Vergangenheit habt, wenn ihr hier keinen Impuls verspürt oder wenn ihr euch hier nicht im Wanken befindet, dann schaut euch gerne euer Mondvideo an, euer Aszendentvideo oder euer Venusvideo. Dort sind dann Botschaften versteckt für euch, Botschaften enthalten, Botschaften beinhaltet, mit denen ihr eher in Resonanz gehen werdet und könntet. Werdet mit Sicherheit. Und ansonsten herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung hier. Ich wünsche euch Glück und Erfolg, liebe Jungfrauen. Lasst mir wieder gerne Likes da, Kommentare da und lasst es mich wissen, ob es zutrifft. Feedback gern gesehen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder, liebe Jungfrauen. Macht es gut.